Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Wir sind in der Zwischenzeit, denke ich mal, die mit Abstand stärkste Spezies im Universum. Da scheiß doch das Spiel gerade, ich gab hier vor Freude. Es freut mich jedenfalls sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und auch wieder mit dabei seid. Sofern das Spiel jetzt nochmal ätzert. Sofern sich das Spiel wieder fängt. Wir sind in der Zwischenzeit auch mit doch jetzt deutlich im Abstand fast 16.000. Stärker als die Heritage of Kontor, was die diplomatische Stärke angeht. Und das Astralstudiennetzwerk widerrufen, dafür müsste ich erstmal wissen, was das ist. Ja, Details wird nicht angezeigt, super. Ah, hier doch. Diplomatische Bedeutung von Technologien, Unterhaltsterbenbasen, Produktion, Forschungsstationen. Widerrufen unterstützen wir mal. Arbeitnehmerrechte. Arbeiterzufriedenheit, politische Macht von Arbeitern. Bin ich dagegen? Ich weiß nicht mal, wer das ist, die Tiankis. Deswegen enthalte ich mich. Widerruf den Beschluss, Schlagwort Standardisierung. Keine Ahnung, was das sein soll. Wird mir auch nicht angezeigt. Und jeder, der ein Tianki tötet, begeht ein Bruch des galaktischen Gesetzes. Juckt mich auch nicht. Ich glaube, Tiankis sind wahrscheinlich irgendwelche Viecher, die rumfliegen, wa? Wer hätte es gedacht? Letzte Folge habe ich übrigens meine Sektoren auch mal automatisch abgegeben. Die werden jetzt quasi nicht mehr von mir verwaltet, sondern quasi von der KI. Die können quasi auf alle Ressourcen zugreifen. Ich habe das jetzt mal ausgeglichen gemacht. Unser neuester Sektor ist ja unser Supersektor, ne? Das ist Porrima Prime. Gibt nichts Besseres im gesamten, in der gesamten Galaxis gibt es nichts Besseres als diesen Sektor. Kann man eigentlich, man kann... bin mal gespannt, was die bauen. Ob die auch diese anderen Gebäude bauen für die Ressourcen oder so. Ich meine, ich kann das nachträglich immer noch ändern, indem ich dann hergehe und die Gebäude umbaue oder so. Aber wird trotzdem spannend, was die KI da so treiben wird mit meinen ganzen Planeten hier. Mein aktuell baue ich eh nur meine ganzen Sektoren da. Ein bisschen haben wir jetzt Energieprobleme, ne? So ein kleines bisschen. Müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Ne? Nicht, dass das in die Hose geht. Und würde sagen, ist dann auch bald wirklich der Zeitpunkt gekommen, dass wir dann das Prime Experiment angreifen. Wir haben ja sowieso schon Anspruch auf alles. Es gehört eigentlich alles rechtmäßig schon uns hier. Wir haben alles vorbereitet. Das Einzige, was ich jetzt nochmal kurz machen könnte, vielleicht noch eine dritte Flotte mit rüber schicken. Wir haben jetzt aktuell... Wie lange habe ich denn die Föderationsflotte eigentlich noch? Gründung ist gut und schön. Wo sehe ich denn nochmal, wann der Anführer wieder wechselt vom Rat? Mitglieder. Bin jetzt aktuell Anführer des Ganzen und wie lange noch? Flotten. War, stand doch hier irgendwo Nachfolgeregelung, Reihenfolge. Wettkampf. Jedes Mal, wenn eine Amtszeit endet, wird ein anderes Mitglied nach dem Zufallsprinzip zum neuen Präsidenten gewählt. Könnten auch die Föderalisierung erhöhen. Ist aber nicht ganz so gut. Wo sehe ich denn jetzt nochmal, wer hier Anführer der Dingenskirchen ist? Das habe ich doch irgendwo gesehen. Ja, das bin ich. Das weiß ich selber auch, dass ich das bin. Präsident da, hier war es, oder? Ja, steht nur, dass ich Präsident bin. Wollen mich verarschen? Krabbe, das steht da und da. Krabbe hat keine Ahnung, wo das steht. Bin komplett lost gerade. Steht nur, dass ich Präsident bin. Ich weiß auch nicht, wann. Doppelt so stark wirtschaftlich wie meine Verbündeten übrigens. Also ich habe jetzt die Flotte aktuell, deswegen schicken wir sie auch mal mit zum Prime-Experiment hin. Alle meine Schiffe sind da, alle Flotten sind da. Werden auch direkt hier reinfliegen. Und am besten gleich mit nach IE-Stars. Und dann hoffe ich mal, dass wir direkt dafür sorgen. Aber, ach, stimmt, die können auch hier oben, ne? Wir müssen halt dieses Mal wirklich aufpassen, dass wir nicht von den Feinden überlaufen werden, wieder ungünstig. Die Heritage of Kontor hat mich zum Rivalen erklärt, dann wünsche ich denen viel Spaß. Das ist nämlich eine nicht sehr kluge Entscheidung gewesen, kann ich euch gleich sagen. Wir haben jetzt hier 4 Flotten in der Zwischenzeit, Alter. Ich habe insgesamt, na gut, ich habe 8 Flotten. Ich habe 8 Flotten. Eroberung Anspruch, die haben natürlich 2 Föderationsverbündete mit drin. Ich hoffe für die, dass ihr das annehmt, weil ich habe euren Krieg auch angenommen. Ja. Und dann geht's los. Das, worauf wir alle gewartet haben. Der vielleicht letzte Krieg in diesem Projekt. Vielleicht der letzte Krieg. Also, Föderationsflotte. Dorthin, dorthin, Föderationsflotte. Ah, geht nicht. Die müssen wir erstmal dort mit hin, okay. Ihr seid... Ach, das ist mein Juggernaut. Der soll da bleiben. Der soll zur Verteidigung da bleiben.
Oder auch nicht. Ich möchte vielleicht auch mal in Action sehen. Pass auf, geh mal in die Offensive. Flottenhaltung aggressive. Dann haben wir hier unten. Mal schauen, was sie jetzt machen. Hm? 190.000er Flotte. Wo sind meine anderen zwei Flotten? Also ihr bleibt auf alle Fälle bereit. Ihr geht dann schon mal nach Usun. Falls sie irgendeinen Scheiß abziehen. Oh Gott, wo sind die denn jetzt hingeflogen? Habe ich die aus Versehen mit irgendwo hingeschickt? Ups. Ihr bleibt da, ihr bleibt auch da. Ah, ich habe vergessen, die zu schicken, schau. Wo seid ihr? Ihr seid auch noch mit da oben. Na, erste Schlachten gibt's schon mal. Aber die Hauptflotte haben wir noch nicht gefunden aktuell. Sollen wir kurz gucken, was der Juggernaut da macht. Oh, der ist ein bisschen schwächer geworden, nur 70.000. Ah, der sollte trotzdem Kleinholz machen aus der Station. Kann man mal sehen, wie stark die Verteidigungsstation Einheiten auch machen manchmal, ne? Also ihr geht dort mit hin. Haben wir schon feindliche Flotten in unserem Bereich? Nein, noch nicht. Noch ist alles cool. Ja, da kommen sie auch schon angetuckert. Die Death Fleet. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ich hier mit dem Prime Experiment fertig bin, komme ich für euch, ey. Keine Angst. Die hauen eh gerade ab. Die sind hier generell am Zurückziehen sich. Auf alle nach A-Stars. Planeten haben wir hier nirgends welche, ne? Die haben wir irgendwie nirgends Planeten. Nein, nicht Verteidigung 1 auswählen. Ich möchte meine Flotte auswählen. Da gibt es auch keine Planeten. Gibt es denn hier, wo sind denn Planeten? Da unten müssten Planeten sein. Hm. Wait, what? Okay. Ich hoffe, dass die das hinkriegen. Die anderen kommen von dort, das ist auch kein Problem. Die können nichts weiter machen. Sobald die da sind, ist der Feierabend. Das ist halt ein Geben. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass das Prime Experiment weg ist. Und wenn das Prime Experiment weg ist, ist das alles in allem sowieso keine große Gefahr mehr, weil die anderen Buben sind nicht wirklich stark genug für uns. Die Hirchi of Kontor kann alleine niemals gegen zwei Nationen bestehen. Gegen die Hasbusans und gegen mich. Das schaffen die nicht. Die sind uns wirtschaftlich auch unterlegen. Und wir sind jetzt eigentlich aktuell erst so wirklich am expandieren. Also wir sind jetzt erst wirklich dabei, durch diesen Sektor hier wirklich stark zu werden. Alles andere bislang ist eigentlich nur ein Witz. Ja, ihr seht schon, was passiert, ne? Wo sind eure Schiffe? Where are your ships? Die ziehen sich alle... Oh, die gehen doch das Wurmloch. Ha. Wohin? Ist hier nur die interessante Frage. Wo ist die Flotte? Also, euch lasse ich mal da. Das ist enorm wichtig. Euch lasse ich auch da. Dann schicken wir den Juggernaut. Schicken wir mal hier zu Alpha Refuge zur Verteidigung. Kannst dann nebenbei gleich mal die Flotte kaputt machen, die da rumgammelt. Da habe ich so viele Flotten, ne? Aber es ist erstmal wichtig, dass wir das Prime Experiment loswerden. Haben die mich echt ausgemoved hier. Auch nicht so nett. So, die sind alle komplett Geschichte. Und dann können wir auch gleich mal meine Truppen hier mit reinschicken, weil hier müsste es eigentlich Planeten geben, ne? Genau, das dachte ich mir. Wurmloch haben wir ja kein... Ich finde es ein bisschen blöd, dass die sich jetzt alle durch das Wurmloch verkrümeln, oder? Da ist auf alle Fälle mal eins. Ihr geht mal dorthin. Dann schicken wir euch auch noch mit dorthin, dass wir hier aufgeteilt sind, falls es zu irgendwelchen Scharmützeln und Reibereien kommt. Die haben sich jetzt alle komplett woanders hin zurückgezogen. Da ist die komplette Hauptarmee quasi versammelt. Ah, da guck an. Juggernaut, wir haben ein Problem. Die Föderationsflotte, wo sind die? Warum ist denn die da jetzt? Okay. Geht die mal dorthin? Wo ist mein Juggernaut? Da ist mein Juggernaut. Gehst auch mal mit dorthin. 320.000. Nicht ganz so entspannt. Dann ziehen wir euch mal hier ab, auch mit dorthin. Ich möchte auf jeden Fall Alpha Refuge halten. Müssen wir auf alle Fälle ein paar Flotten hinschicken. Was schaut es hier bei euch aus? Da ist auch eine Flotte mit 59.000. Die versuchen wir mal abzugreifen, wenn das eventuell möglich sein sollte. Ja, das Prime Experiment, das fällt jetzt halt, ne? Aber das ist auch nicht so, dass sie das nicht wollen würden. Das ist halt auch irgendwo gezielt von denen, ne? Das ist so ihr Plan mit. So, ich tue mal jetzt mal halbieren. Armee landen dort. Erobern wir mal das Prime Experiment. Ja, die ziehen sie jetzt hier natürlich zurück. Die haben sich auch zu... Ne, die haben sich zum Prime... Ah, die greifen meinen Alpha Refuge gerade an.
Nicht so nett. Und die haben die Verteidigungsstation komplett überlaufen. Gut, wir müssen jetzt quasi warten, bis alle meine Flotten dort sind. Dann können wir Alpha Refuge wieder zurückholen. Ja, wir haben jetzt zwei Flotten da. 190.000, 76.000 haben wir zusammen. 260.000, das langt natürlich noch nicht. Da brauchen wir auf alle Fälle noch mehr. Die kümmern sich hier gerade um die 54.000er Flotte. Die ist jetzt natürlich ein paar Sekunden Geschichte. Die haben natürlich gar keine Chance. So, was haben wir hier? Da ist eine Megastruktur und zwar leider auch wieder eine Megaschiffswerft. Ach, das ist ärgerlich. Das heißt, ich darf jetzt hier wirklich auch wieder eine Flotte lassen. Die ich einfach dort lasse die ganze Zeit, bis ich den Krieg beendet habe, weil die ganze Zeit da Schiffe spawnen werden. Das ist schon so richtig ätzend. Das ist, also wirklich ohne Scheiß, das ist sehr, sehr schlechtes Management. Das ist sehr, sehr schlechtes Game Design, also mit diesen Megaschiffswerften. Das ist wirklich blöd gemacht. Allein schon, dass jetzt da oben die ganze Zeit diese Benachrichtigungen aufploppen. Hier, Schlacht, Schlacht, Schlacht. So, jedenfalls alle drei, ihr geht mal in die Offensive. Holt unser Gebiet wieder, um jeden Preis. Okay, ihr seid fertig soweit. Geht ihr mal dort kurz hin, unsere Gebiete wieder zurückerobern. Ich weiß nicht, warum sich über sowas keiner Gedanken macht. Weißt du, da muss doch irgendeiner mal auf die Idee kommen und sagen, ey, das ist doch total dumm. Wenn dem Megaschiffswerfter-Sektor gefallen ist, dann sollte der vielleicht nicht unbedingt noch in der Lage sein, durchgehend Schiffe zu bauen. Damit eben sowas wie das hier nicht passiert. Da muss sich doch irgendeiner mal drüber Gedanken machen, oder nicht? Oder ist es den, denkt da an sowas keiner? Ist das wirklich so... so strange? Ja, das ist übrigens eine Riesenschlacht, die wir hier gerade verpasst haben. Die haben hier allerdings einen deutlichen Sieg errungen. Da muss ich dann nur gucken, dass ich hier gleich die richtige Schlachtbenachrichtigung bekomme von den ganzen Benachrichtigungen, die jetzt hier aufploppen aktuell. Ja. Das ist halt auch das. Das ist auch was anderes. Das ist auch nicht die Schlacht. Das auch nicht. Das war die Schlacht. Wir haben insgesamt 7, 9, 20, 30, 33 Schiffe verloren. Wir haben deutlich mehr verloren. Das war ein enormer Sieg, den wir hier errungen haben. Und da kommt noch eine Flotte rein. Die schicken noch eine Flotte mit rein. Oh, da sind die dumm. Haha, geil. Noch eine Schlacht. Noch ein Sieg. Meine Föderationsflotte ist fast komplett draufgegangen, aber ist nicht weiter schlimm. Also zwei enorm wichtige Siege hier. Auf geht's zum Central Processing. Machen wir die letzte 8000er Flotte auch noch gleich mit weg und dann holen wir uns die Gebiete hier alle noch nebenbei mit. So, die kümmern sich hier um die kleinen Überreste des Prime Experiments. Also, das haben wir erobert. Haben wir schon, hier sind schon 41% haben wir schon in der Zwischenzeit. Und wir haben eben auch so viel Ressourcen, um hier wieder wirklich innerhalb von Sekunden Truppen neu aufbauen zu können, dass es fast schon unangenehm sein dürfte für die Kollegen, gegen uns Krieg zu führen. Und ihr rückt jetzt, ihr rückt weiter vor. Ja, das Einzige, was sie jetzt hier machen können, ist sie quasi in Paragear zu verteidigen, weil wir nicht nach Hardknock aktuell kommen, solange ich das nicht erforscht habe. Und auch aktuell habe ich halt keine Möglichkeit, das zu erforschen, das könnte man nur im Frieden machen. Und Hardknock ist nicht wirklich, ist eigentlich gar nicht das Hauptsystem so wirklich. Oh. Wir haben da etwas, ich hoffe jetzt nicht, dass es eine Late-Game-Crisis ist oder irgend sowas, die jetzt kommt. Ah, das würde zu meinem Glück passen. Das würde, ja, ich hasse das Spiel. Schaut euch das bitte schon wieder an. Mann, ist das ätzend. Ungelogen. Ist das der Juggernaut? Ja, das ist der Juggernaut. Ey, das Spiel macht mich echt fertig. Also ungelogen, das Spiel macht mich einfach fertig. Was ist denn das? Warum passiert sowas? Eigentlich sollte das doch verhindert werden. Das ist da oben, ist es oben ist auch der. Das da oben ist auch der größte Witz. Ohne Scheiß. So, jetzt brauchen wir nicht so viele Schiffe. Ihr könnt euch woanders hinschicken. Ihr geht dort mit hin. Ihr braucht doch gar keine Verstärkung, interessanterweise. So, der Juggernaut hier ist fertig. Also, ja, verstärkt euch mal, wenn möglich. Wenn das nicht möglich ist, dann natürlich nicht. Ihr auch. Danach geht ihr dorthin. Die werden repariert. Wie viele Flotten habe ich denn jetzt da? Drei Stück noch. Aber die schicke ich auf alle Fälle mal weg.
Die schicke ich mal hier unten hin, auf den Weg. Ihr geht dann hier in die Offensive. Das Problem ist, die haben hier von meinen Verbündeten ein paar Gebiete erobert. Meine Verbündeten... Ja, die führen zwar Schlachten, aber nicht so effizientes. Das ist wieder Cholera und Pest, was hier abgeht. Also der Juggernaut bleibt hier zur Verteidigung. Gehst mal dorthin. Oder vielleicht nicht dorthin, gehst nach Alpha Refuge sogar selber. Ja, die Koalitionsflotte. Ne? Woran hat es gelegen? Geht man nach Gamma Refuge. Also eine Flotte brauche ich auf alle Fälle hier zur Verteidigung. Das heißt, die muss dort bleiben. Und da spawnen wieder tonnenweise neue Schiffe. Verstärkung im Transit, das lese ich doch immer gerne. So, ihr geht weiter. Er geht nach Dupe. Und wo sind die? Die kämpfen irgendwo. Ach, diese, ach, die habe ich immer noch hier. Stimmt. Die kann ich auch nicht wegschicken. Die muss ich bis zum Ende aller Zeiten dort lassen. Außer ich schicke meinen Juggernaut dorthin. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit, dass wir den Juggernaut dorthin schicken. Dann soll der sich darum kümmern, dass hier die Verteidigung läuft. Dann kann ich den Juggernaut eigentlich von der Offensive mit hernehmen. Da kommen sie mit 15.000er Flittchen. Geht ihr mal dorthin. Und dann stoßt ihr mal nach dort unten mit vor, ganz nebenbei. Okay. 14.000. Ah, ihr habt euch zusammen gemercht, ist aber nett. Da kommen lauter Schiffe. Gucken wir, ob wir da unten dann Busi mehr erobern können. Ihr geht dort unten weiter mit hin. Ah, die hauen ab. Gar nicht so dumm, ne? Da haben wir eine Flotte von 5.000 Schiffen. Die werden wahrscheinlich gleich Geschichte sein. Das erobere ich für meine Freunde. Echt jetzt? Nicht für mich, sondern für meine Freunde. Mal ernst. Ich hätte die Gebiete... Schau, die können nicht mal ihr eigenes Territorium halten. Wie sollen die anderes Territorium halten können, wenn die nicht mal ihr eigenes Territorium halten können? Seid mir nicht böse, aber... Doch, seid mir ruhig böse. Ihr sollt mir böse sein. So, geht ihr dorthin. Ihr geht dort oben mit hin. Jetzt tue ich quasi für meine Verbündeten die Gebiete wieder zurückerobern, weil die ja gar nichts hinkriegen alleine. Was mache ich mit euch? Weiß ich nicht. Einfach mal ein bisschen vorrücken oder so, ne? Würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo die ihre Flotten alle haben. Mein Prime-Experiment ist großteilig erobert. Das haben wir jetzt alles, oder? Das gehört uns. Das gehört uns. Das ist alles unser. Hervorragend. Dann haben wir hier was, ne? Haben wir hier was? Auch, ne? Dann schicken wir euch in den gefährlichen Sektor hier rein. Den Sektor der Hölle, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne. Wir haben so viele Flotten, meine Freunde, aber die sind echt nicht in der Lage, die Flotten halbwegs anständig zu nutzen. So traurig das auch ist. Ihr geht dorthin, ihr erobert das hier. Das ist auch erobert worden, erfolgreich. Ah, die haben das erobert, sogar direkt besetzt, oder was? Oh. Die haben es direkt gleich besetzt, das ist blöd. Ah, die haben die Gebiete gleich komplett verloren, ey. Unschön. Muss ich dann doch mal sagen. Während wir hier weitere Militärflotten im Besitz haben. Die schicken wir mal dort mit hin. Irgendwo hin zum Merchen, keine Ahnung. Da ist die komplette feindliche Armee aktuell stationiert. Das sind verdammt viele Schiffe. Und 175.000 meiner Schiffe warten darauf, dass die quasi hier ankommen. Wir könnten die Schlacht wahrscheinlich gewinnen, weil wir stärker sind. Das ist mal der Vorteil. Er landet. Kann ich die erobern? Ja, in Orbit einfliegen. Schade, wäre auch zu einfach gewesen. Hätte ich die erobern können. Bauen die noch was? Oder bauen die nichts mehr? Sieht nicht so aus, als ob die dann noch was bauen aktuell. So, ihr geht mal dort unten hin. Ihr rückt auch weiter vor, trotz allem. Ihr auch. Ihr nicht. Ihr bleibt dort zur Verteidigung. Föderationsflotte geht auch weiter nach vorne. Versuchen jetzt halt die wieder zurückzudrängen. Den Weg abzuschneiden in der Hoffnung, dass meine Verbündeten irgendwann mal in der Lage sind, das zu retten. Was ich hier gerade für sie rette. Wir haben das doch eigentlich komplett erobert hier. Warum gehört das noch denen? Wahrscheinlich noch der gute alte Bug. Sagt toll auch alles ein bisschen buggy.
mal dorthin vor. Da ist eine 27.000er Flotte. Kannst du mal gucken, dass ich die abfange vielleicht nebenbei. Hier haben wir alles erobert, ja. Sehr gut. Ist mein Juggernaut eigentlich in der Zwischenzeit mal da? Nö. Der braucht immer noch 20 Jahre. Das Problem ist, ich kann halt diese Megaschiffswerft nicht nutzen, ne? Ich kann auch nicht hinfliegen und das erobern oder so. Sortibakor gibt es ebenfalls nichts. Paragior gibt es auch nichts. Das heißt, ich kann jetzt meine Flotten mal nutzen, meine Kollegen hier. Die sollen aber bitte hier und hier landen. Meine Armeen. Und dann die Gebiete mal zurückerobern. Krass, wie schnell die aber auch alles erobert haben, ne? Also da waren sie echt fix. Wenn es ums Gebiet erobern geht, ne, sind sie mal alle schnell. Also auf geht's dorthin. Was ist denn da? Eine Tausenderflotte noch. Die ist da auch irgendwie zur Versorgungsverstärkung unterwegs. So, ihr holt euch mal die 16.000, wenn ihr könnt. Wo auch immer die hin unterwegs sind, holt ihr euch bitte. Und das ist die Frage, was mache ich mit euch? Ihr geht mal dorthin. Gucken, ob wir die da irgendwie abfangen können. Ihr geht dort. Ah, die gehen da auch mit hin. Schau mal, wir greifen die gleich von zwei Seiten an. Und mein Juggernaut ist schon mal angekommen, hervorragend. Also Juggernaut ist da. Juggernaut kümmert sich um Megaschiffswerft. Und Krabbe kümmert sich mit der Armee wieder um andere Sachen. Um was genau, weiß ich noch nicht. Geht mal einfach irgendwo anders mit hin. Zum Beispiel hier hin und helft den Idioten mal ihre Gebiete zu verteidigen. Das wäre doch mal was. Kann ich da irgendwie hin? Kann ich die irgendwie abfangen? Das wäre mal gar nicht so schlecht, wenn wir die mal abfangen könnten. Ihr geht dort unten weiter mit hin, in dieses Multi-Stern-System. Genau, du chillst da bitte einfach nur. Die Flotten hier wurden erfolgreich komplett ausgelöscht. Ohne große Verluste unsererseits. Sie haben schon 65% War Exhaustion. Wir tun jetzt mal ganz nebenbei die Gebiete hier erobern. Ihr geht weiter in die Offensive. Ja, ich fast alles wieder zurückerobert. Wir sind auch gleich so weit, dass wir die Flotten alle komplett zurückgedrängt haben. Und solange die mich hier nicht angreifen, ist eh alles total gechillt. Die haben da sogar ein Sterntor. Wenn die Hierarchy of Contour das Sterntor mit nutzen würde, könnten die sogar relativ effizient uns angreifen. Glücklicherweise sind die... Oh, warte mal kurz. Du gehst dorthin. Ihr geht irgendwo anders hin. Keine Ahnung. Warum habe ich hier zwei Armeen? Die brauche ich hier eigentlich gar nicht. Geht mal dort unten hin. Das ist der Juggernaut. Das ist die andere Flotte dort oben. Genauso. Okay. Der Juggernaut führt auch alle paar Sekunden Krieg, ne? So, da kommt wieder ein Schwung, wo sie neue Schiffe rekrutieren und dann kommt so blub, 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 blub. So, rekrutieren, rekrutieren, rekrutieren und dann kriege ich irgendwann noch einen Koller vor lauter Rekrutieren. So, habt ihr das hier komplett wieder in Besitz gebracht? Die Station gehört uns, hervorragend. Ihr geht dorthin. Wieder ein paar Flotten, die nichts machen. Das noch erobern. Ja, brauche ich hier unten überhaupt die Gebiete? Ich glaube nicht. Wir ziehen uns hier oben mal wieder leicht zurück. Lieber sorge ich dafür, dass meine Verbündeten nicht weiter Gebiete verlieren, bevor jetzt irgendeinen anderen Geschmarde da abziehen. Energie haben wir nur noch plus 189. Also Energie ist mal komplett in den Keller gegangen. Brauche ich hier eure Hilfe noch? Nee, oder? Da würde ich sagen, ihr geht dann mal dort unten hin. Richtung Overon. Asmo ist auch gleich wieder gefallen. Meine Transportschiffe sind auch auf dem Weg, dort in die Gebiete zurückzuerobern. Du gehst noch nach Usike. Sobald wir die Planeten zurückerobert haben, müsste das eh alles passen. Was ist mit Busim wieder passiert? Haben sich wieder geholt, die Hunde, ha? Krass. Super toll, habt ihr das wieder gemacht. Da ist auf alle Fälle meine Feindflotte. Ja, wohin? Ne? Wohin? Was Sachen machen? Kannst du die Flotte... Warte, wo war die Flotte gerade? Geil, geht ihr einfach dorthin? Wo seid ihr? Ihr chillt da noch ein bisschen. Fallt denen mal den Rücken hier. Und danach holt ihr euch noch das Ding. Ah, nee, ihr müsst erstmal dorthin. Okay, ich verstehe. Wo seid ihr? Ihr habt da aktuell nichts zu tun, weil ich hier alles wirklich erobert habe. Die habe ich auch schon zurückerobert, die Gebiete. Auch die sind eigentlich alle wieder in unserem Besitz gefallen. Heißt, ihr geht schon mal dorthin. Ordnung auf Lux wurde wiederhergestellt, das soll ich doch ganz gerne. Ihr geht dorthin. Ja, um das müssen wir uns halt nochmal kümmern eigentlich irgendwann.
Das haben wir erfolgreich alles zurückerobert. Das wird meine Freunde bestimmt freuen. Okay. Also die sind schon mal fertig mit ihrer Schlacht hier. Wo seid ihr denn überhaupt dort? Dann... Ach nee, die sind ja hier gelandet, ne? Ja, okay, okay, ich verstehe. Hier ist auch noch ein Planet, der noch nicht... Krass, wie schnell die das gemacht haben direkt. Was ich hier alles wieder zurückerobern muss. Naja, das ist Krieg, ne? Da ist kein Zuckerschlecken. Da wird gekämpft. Und jetzt möchten die uns Ressourcen anbieten. Nein, danke, kein Interesse. Ah, danke fürs Angebot trotzdem. Immer wieder nett, wenn man mir Sachen anbietet. Da unten jetzt größere Truppenbewegungen. So, was macht ihr? Genau, ihr fliegt dorthin, das passt. Die Schlinge etwas enger ziehen quasi. Wir haben eine Piratenstation überfallen. Ich hatte Piraten. Gar nicht mitbekommen, dass wir noch Piraten hatten. Ihr seid auch endlich fertig, ja? Sehr schön. Ah, da ist noch irgendwas hier in dem Bereich, oder? Ah, da unten. Da müssen wir uns auch noch kümmern. Da ist noch eine Feindflotte übrigens. Ach, das sind Piraten. Okay. Also ich hoffe mal, dass sie wenigstens Piraten alleine hinkriegen. Meine Hoffnung. Oh, das ist eine große Schlacht. Und die werden wir verlieren. Ah, verdammt. Da bin ich in eine riesen Feindflotte reingeflogen, aus Versehen. Ah, das war ein bisschen blöd. Das war jetzt ein bisschen blöd. Okay. Aber kein Problem. Kriegen wir hin. Ihr geht mal da jagen. Wir jagen den Feind quasi. Das war jetzt nicht ganz so geplant. Also wenigstens die zwei Gebiete noch zurückerobern. Mein Gott, wir haben so viele Ressourcen. Die Verluste sind eigentlich nicht weiter relevant, aber war es trotzdem unnötig hier. In der Situation diese Verluste einzustecken. Naja gut. Habt ihr toll gemacht. Könnt euch was drauf wischen. Und will ich an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Stellaris. Und dann geht's weiter. Gegen die Heritage of Kontor und das Prime Experiment. Wir können jetzt bereits einen Status Quo machen. Wir würden eigentlich fast alles erhalten. Nur auch die Verteidiger würden ein bisschen was erhalten, was ich nicht ganz verstehe, weil wir eigentlich alles wieder zurückerobert haben. Mehr oder weniger. Wir haben hier alles besetzt. Was haben die denn erobert, dass die Gebiete erhalten würden, bitte? Die haben noch gar nichts. Ah, wahrscheinlich wegen den zwei. Na gut, da kümmern wir uns nächste Folge drum. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.